Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo über Kurzantworten in allen Zeiten. Falls du noch nicht weißt, wie Kurzantworten gebildet werden, solltest du dir unser anderes Video zum Thema Kurzantworten noch einmal ansehen. Fangen wir mit Kurzantworten im Simple Past an. Meist steht in einer Frage im Simple Past did. Did your parents buy a new car? Und dann könnte die Kurzantwort lauten yes, they did. Du benötigst also nur das did. Du musst dir kein neues Verb einfallen lassen. Du ziehst einfach das Verb aus der Frage in die Kurzantwort. Manchmal steht did allerdings nicht in der Frage, weil schon ein Hilfsverb gegeben ist. Wie was zum Beispiel. Was Bill ill last week? Und auch dann benötigen wir nur dieses Verb für die Kurzantwort. No, he wasn't. In allen anderen Zeiten gibt es immer ein Hilfsverb, das wir dann für die Kurzantwort benötigen. Is Rachel working today? Das Hilfsverb ist ist. Is. Und das benötigen wir. No, she isn't. Das Hilfsverb aus der Frage wird also in die Kurzantwort geschoben. Ein weiteres Beispiel wäre Will it rain tomorrow? Und auch hier wird das will in die Kurzantwort gezogen. Yes, it will. Du siehst, Kurzantworten zu bilden ist ganz einfach, egal in welcher Zeit, da du lediglich das Hilfsverb benötigst, um die Kurzantwort zu bilden. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Lernen.